läuft. Aber warum? Nick, antworte verdammt! Komm schon, Bruder, sag was! Ja, oder weil er infiziert war, stimmt. Kann auch sein. Wegen dem Schnitt. Tut mir leid. Muss sagen, alles in dem Spiel sieht richtig nice aus, aber diese Explosionen gerade sahen übelst billig aus. Mensch hat auch geschrieben. Also das Game an sich sieht richtig nice aus, aber die Explosionen, das haben sie nicht, weiß nicht. Also das Feuer sieht jetzt auch wieder geil aus irgendwie, aber yo, Bruder. Oh, er lebt noch. Verwandelt sich bestimmt jetzt, oder? Ich höre dich! Deine Position? Die sich mal waschen, ey. Die ist die ganze Zeit voll mit Blut. Junge! Das ist echt anstrengend. 200 Meter vorm Ausgang. Kurs 320. Bin verletzt. Ich brauche Hilfe. Okay, ist er traumatisiert oder so? Warum blutet Salim? Hey, hörst du mir zu? Zeit kann eine Menge passieren. Nick, ich brauch dich hier. Bis spät, oder? Keine Ahnung, ich hab nichts gesehen. Ja, dem war zu spät. Der ist RIP, wie es aussieht. Ja, aber wilder Sprung gerade so von. Ja, das war echt ein wilder Sprung. Bitte nicht atmen. Ah, stimmt. Bei einem Quicktime-Event habe ich ein bisschen an der Schulter abbekommen. True, true. Da war nur eine Atombombe. Vampire? So viele Vampire. Falls ich es nicht schaffe, sag meinem Sohn, ich habe alles versucht. Sag's ihm selbst. Ich komme dich um. Irala. Er war zu langsam, dumm. Also, wir sind gestolpert, glaube ich, ne? Wir wurden nicht absichtlich zurückgelassen. Des Todes, ey. Ja.
fucking MVP. Rein damit. Mit der Maschine. Egal wo rein, Hauptsache in den Körper. Jetzt. Oh mein Gott. Oh boy. Oh mein Gott. Egal, wie du mich abwerfen würdest. Nein. Ich bin in meinem Kopf. Nee. Nicht gut. Hast du das Ding gerade ernsthaft zu mir geschmissen? Hm. Hab ich. Alter. Verschwinden wir. Ja, die Sprengung war übel useless. Das habt ihr richtig erkannt, Chat. Das hat man sich ja vorher schon denkt. Ich wusste, dass du es schaffst. Du bist weiter reingegangen. Ah, scheiß drauf. Mein Sohn wartet auf mich. Keine böse Macht wird verhindern, dass ich ihn wiedersehe. Hört zu. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Aber ihr, so wie ihr seid die Besten. Und was? Die Besten der Besten. Gute Ansprache. Wir schaffen's. Nach Hause. Einfach klasse. Ja, beim Hochheben hast du, glaube ich, einen verkackt, ne? Beim Hochheben? Als du gewürgt wurdest. Hurra. Wegen Nick. Hurra. Als dir das Genick gebrochen wurde, oder? Nein, ich konnte ja nichts machen. Ach so, das heißt, da ging nichts mehr. Nein. Ah. Dankeschön, Bugra, für den Prime. Hm. Los, Lieutenant! Hm. Ab durch die Hecke. Ja, jetzt kann sie sich echt mal waschen. Das triggert mich so sehr, dass sie die ganze Zeit diese Scheißblüten. Ah, ja, genau. An die können wir uns erinnern. Shit! Die ist abgestürzt vorher. I'm sorry. Ja, das ist schön in die Fresse. Yes. Okay, ciao. Okay. Sie wollte wohl einfach nicht tot bleiben. Wo ist Salim? Noch gerade gefragt. Dass man noch drei Lebende hat zu dem Zeitpunkt. Aber sie sind ja wieder alle da. Ja, ich weiß, aber wegen der einen Szene meine ich. Die Statue! Da ist ein Ausgang!
Also Salim ist vorausgeklettert, das habe ich nicht gesehen. Chad hat es wohl gesehen. Hm. Oh Gott sei Dank, null Fuß. Haben wir das bloß überlebt? Geht es euch gut? Wir leben. Verdammt, wir leben. Mailman 2-1 an Coyote 2. Empfangt ihr mich? Hier Rhino 1-5, bestätige. In 5 Minuten sind wir bei euch. Wo zur Hölle wart ihr? Over. Improvisation führt zum Sieg. Wir haben es echt geschafft. Jetzt kommen die ganzen Flattermänner hoch. Echt erstaunlich, wie hell es hier ist. Ich lebe nicht weit von hier. Die ganze Zeit war das hier unter uns. Ich brauche eine Dusche, frische Klamotten, mein Bett und ein kühles Bier. Hm. Nein, nicht nochmal. Lull. Ich wusste, dass sie hochkommen. Ich wusste es. Los jetzt! Nein! Wenn wir hier bleiben, sind wir tot! Hey, Gott sei Dank haben wir Luftunterstützung angefordert. Abwehr vorbereiten! Sofort alles abriegeln! Was willst du denn abriegeln? Die Holztür? Ja, mit dem Holztisch. Wir wollen das Fenster ist einfach offen. Wie lange dauert so eine Finsternis? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung davon. Nur so ein paar Minuten eigentlich. Ja. Das reicht halt. Oh. Okay, bei mir leckt das Spieler los. Ich hab das. Salim darf nicht sterben. Also Salim ist mit so einem Ding in der Hand gestorben, in der Vision. Es war mir eine Freude. Das bist du, ne? Nein. Doch. Nein. Oh. Nein, ich hab's verkackt. Ich hab nicht gerafft, dass ich das bin, weil ich es davor auch nicht war. Aber du bist ja immer Rachel gewesen, ich war hier noch nie. Das bist auch du. Ja, ich kann da noch nichts machen gerade. Nein!
das ist so heavy. So, das bist du. Alter, wir hätten da jetzt noch alle verlieren können. GG. Boah. Meine Fresse. Aber jetzt kann man die auch mal untersuchen, ne? Da liegen jetzt ja ein paar aus an der Oberfläche. Also die Amis werden einfach eine Atombombe drauf knallen. Nee, ich meine die Leichen da. Die können das stimmt. Untersuchen. Welch ein herrlicher Anblick. So wunderschön. Helikoptere. Helikoptere, Alter. Helikoptere, Digga. Ich hab bestimmt Salim einfach erschossen. Das wäre so hart. Aber ich glaube nicht. Aber der ist verwirrt auf jeden Fall. Ey, ich würde mit meinem Sohn nach London studieren gehen. Drei Überlebende. Kriegsgefangener dabei. Agent der Basis. Kann sie sich bitte waschen? Es ist so unfassbar. Wasch dich. Wasch dich. Jetzt haben wir noch Endsequenz mit dem Kurator oder wie der heißt, ne? Ja. Jeder hatte so eine Kerze hier von den fünf Leuten. Ja. Die jetzt noch stehen, die standen frei und diese fielen frei. Nicht schlecht. Einige Schützlinge kehrten ans Licht zurück, andere blieben in der Dunkelheit. Überleben hat oft einen hohen Preis. Einen Preis, den manchmal andere zahlen müssen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Vielleicht wähle ich nächstes Mal eine etwas wohligere Geschichte. So wohlig, dass Sie nachts noch schön durchschlafen können. Doch was sie auch sein wird, der Abschied wird Ihnen schwer fallen. Bis zum nächsten Mal. Sie kennen den Ausgang. Also, ich finde,
den ersten, den wir verloren haben, das war ultra schwer, das vorherzusehen. Also ich habe in dem Spiel das... Achso, sorry, ich habe meine Schnauze. Das ist jetzt nur Credits, wa? Na, aber vielleicht haben wir da noch Story. Bist spät dran und siehst scheiße aus. Ich habe einen Nachtflug hinter mir, was denkst du denn? Guter Flug? Scheiß Film, scheiß Essen, null Bahnfreiheit. Musst du es hinten sitzen? Neben den Klos. Schön. Der Kaffee war nicht übel. Echt leckere Muffin. Bericht gelesen? Auf dem Flug. Wie läuft es mit dem Analyseteam? Das ISG-Team erlitt Verluste, aber es war kein totaler Reinfall. Mussten nur ein paar vom Boden aufkratzen. Die Ärmsten. Und die Kreaturen? Sowas haben wir noch nie gesehen. Dankeschön, Shaggy. First Lieutenant, Marine Force Recon. Beste der Besten, was? So wird er angepriesen. Fuck! Wie oft soll ich Ihnen diese Geschichte denn noch erzählen? Ich verstehe. Aber Sancom ist besorgt wegen der Norma-Falle. Welche? Die ganze Mission war nicht normal. Warum haben Sie sich denn mit dem Feind verbündet? Sie waren nicht da. Die haben uns massakriert. Mir war es scheißegal, wer es war. Wir brauchten jede Unterstützung. Ich bin durch die Hölle gegangen, um Salim zu helfen. Der Mann war fünf von ihrer Sorte wert. Semper Viehscheiße nochmal! Und Sergeant Kay? Nikki hat's nicht geschafft. Sie haben sich mit einem irakischen Soldaten verbündet? Republikanische Garde, falls man es glauben kann. Muss ja schwer Eindruck auf Kolchak gemacht haben, wenn er ihn gerettet hat. Bin gespannt, ihn zu treffen. Ich sage nichts mehr, solange ich nicht meinen Sohn sehen darf! So handhaben wir die Dinge hier nicht. Sie wissen gar nichts. Jason hat mich gerettet. Was sagt Ihnen das? Da unten war Ihr Scheißkrieg längst vorbei. Reden wir mehr über diese Kreaturen. Die Vampire. Es ist recht schwer zu glauben, dass Sie sie damit getötet haben. Lassen Sie mich frei. Dann zeige ich Ihnen, wie das geht. Das Analyseteam sichert noch Proben am Ort des Geschehens. Es war ein Gemetzel. Sie hatten Dynamit? Wir wissen nicht, woher Sie es hatten. Das ist ein chinesisches Entwicklerteam? So viele chinesische Namen sehe. Aussage hätte wertvoll sein können. Das ist ja wie damals mit Winterfold. Aha. Ah, und hier ist Colonel Eric King, unser Genie vom Dienst. Mit sowas hat er wohl nicht gerechnet. Die waren verheiratet? Naja, nur noch auf dem Papier. Ist zu Tode gestürzt. Ja, das habe ich gelesen. Frag mich, ob da mehr dahinter steckt. Die Antwort ist mit ihm gestorben. Schuld daran ist Kalos. Es hielt den Tempel für Saddams Waffendepot. Beschissenes System. Das stimmt so nicht. Für uns war es ein großer Fund. Glückstreffer. Ist das dein Verständnis von Glück? Tja, glauben Sie mir jetzt? Das ist Miller. Ich bin immer noch nicht gewaschen. Ich raste aus. Befragen? Ihre Prioritäten sind echt verdreht. Die Dinger sind noch da unten. Was unternehmen Sie dagegen? Um das zu besprechen, werden wir später noch Zeit haben. Vorerst sollten Sie sich glücklich schätzen, dass Sie noch am Leben sind. Es ist das reinste Wunder, dass Sie da unten überlebt haben. Ich habe gelernt, mich nur auf mich selbst zu verlassen. Ich war stärker als alle. Wir kommen bald wieder. Bleibt es bei nächsten Sonntag? Janet macht Feuertopf. Na klar, bleibt es dabei. Jetzt wird es gleich dunkel. An den Job werde ich mich nie gewöhnen. Warum solltest du? Zumindest war es örtlich begrenzt. Ja, dieses Mal. Also, was hältst du von all dem? Das ist unwichtig. Es ist nur wichtig, den Informationsfluss zu kontrollieren. Da steht eine Dusche. Öffentlichkeit wird nie davon erfahren.
Also werden alle sterben. Gut, gut, dass wir versucht haben, die zu retten. Eieiei. Also, ich finde, dass es richtig geil angefangen hat, aber ich fand es zum Schluss ein bisschen hektisch. Also da waren die Sprünge, finde ich, ein bisschen zu krass in den einzelnen Sequenzen. Da war man auch sehr viel damit beschäftigt, da nur noch zuzuschauen und hatte verhältnismäßig wenige Quicktime-Events. Das fand ich ein bisschen schade. Aber all in all fand ich es sehr, sehr cool. Und ich glaube, also so der erste Dude, der gestorben ist, der in den Untergang gestürzt ist quasi, also das war schon echt heavy. Also da hätte ich nicht gewusst, dass wir den, oder wie wir den hätten retten sollen. Also du hättest mich halt runterschneiden müssen, ne? Also das hätte ich gar nicht kommen sehen. Das war echt ärgerlich.